Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal geht es weiter natürlich mit Klassen. Und zwar wollen wir dieses Mal die Konstruktoren behandeln. Für die, die schon wissen, was es ist, es ist trotzdem neu. Für die, die nicht wissen, was es ist, macht euch nichts draus. Python macht alles anders. Okay, gut. Also, wir haben ja mittlerweile schon dieses, ihr erinnert euch vielleicht an dieses Main-Gedöns, was wir hier unten stehen hatten. Sowas ähnliches, solche vorgefertigten Namen benutzt Python relativ gerne, so auch bei Konstruktoren. Und ja, diese Konstruktoren, die schreibt man sich einfach wie eine normale Funktion dahin. Nur, dass es eben dieser komische Name ist, den man sich merken muss, also def wie eine Funktion. Und dann dieses Bodenstrich, Bodenstrich, init. Und dann wiederum Bodenstrich, Bodenstrich. Genau. Und dann muss hier wie immer bei Python ein self rein, also wenn wir in der Klasse sind, self für die Funktion und dann Doppelpunkt. So. Und was macht uns jetzt dieser Konstruktor hier? Naja, in diesem Konstruktor können wir uns Variablen erstellen, Variablen zuweisen, die immer gleich zugewiesen werden müssen, ohne dass der User irgendwas machen soll. Und ja, das heißt theoretisch sagen wir hier jetzt, da wir in der Funktion sind, sagen wir auch self-Punkt. Und dann irgendeine Variable, sagen wir mal Buchstabe gleich. Und dann nehmen wir einfach mal ein Z. So, und das ist eigentlich auch schon das, wozu der Konstruktor da ist. Man schreibt sich da halt diese Variablen rein, die man da gerne definieren würde. Und ja, kann die dann da halt zuweisen. So, wenn wir jetzt hier drauf zugreifen, dann sagen wir, okay, wir können uns hier diesen Self-Instanz.Buchstabe ausgeben lassen. Achtung, ich habe den Buchstaben hier oben nicht definiert. Ich habe ihn nur in unserem in unserem Konstruktor definiert. Und da ist es ein Z, nur zum Sagen. So, und jetzt führe ich das hier aus. Ihr seht, ich habe gerade wieder zwei Videos auf einmal gemacht. Ja, hier ist ein Z. Und genauso sollte es ja auch sein. Also haben wir jetzt hier gerade noch eine neue Variable erstellt, die einfach nur Buchstaben beinhaltet und das war es dann auch schon. So, jetzt können wir hier natürlich noch mehrere Sachen machen, wie wir es bei Methoden immer machen können. Wir können hier einfach weiterhin noch mehrere Variablen angeben, sowas wie Buchstabe neu oder sowas. Und dann weisen wir hier dieses Z auf diesen Buchstabe neu drauf zu. So, jetzt haben wir ein Problem, wenn wir das ausführen. Ich zeige es euch. Wenn wir uns eine Instanz gleich MyClass definieren, dann wird automatisch diese Init-Funktion hier aufgerufen und der fehlt wiederum ein Argument, nämlich dieses Buchstabe neu. Das haben wir hier nicht angegeben. So, und dafür muss jetzt hier auch ein Buchstabe neu rein. Das muss natürlich nicht unbedingt ein Buchstabe sein. Ihr wisst ja, bei Python ist das egal. Ich kann hier auch eine Zahl reinschreiben. Aber dann kann es natürlich passieren, dass es irgendwann crasht, wenn wir hier einen Buchstabe erwarten. Und ja, deswegen würde ich sagen, schreiben wir hier tatsächlich einen Buchstaben rein, nämlich unser Z, warum auch nicht. Und führen das Ganze dann nochmal aus und sehen, jetzt hat es funktioniert. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich dann angeben, was wir hier als Parameter haben wollen. So, und jetzt habe ich euch noch einen kleinen Trick. Wenn ihr dem User noch ein paar Möglichkeiten offen lassen wollt, also ob er hier jetzt was angibt oder nicht, dann gebt ihr hier einfach einen Default-Wert an, so wie wir es bisher schon gemacht haben, und sagt hier von mir aus, Default-Wert ist A. So, dann könnt ihr das Ganze hier ausführen und der Default-Wert ist A, wenn der User nichts angibt, aber wenn er hier ein Z angibt in seinen Konstruktor, dann kommt Z raus. Denn dieser Default-Wert wird nur genommen, das kennt ihr wahrscheinlich noch aus den vorigen Videos, wird nur genommen, wenn hier dieser Buchstabe im Konstruktor nicht angegeben ist. So, und jetzt könnt ihr hier natürlich noch beliebig viele weitere Variablen definieren und so weiter und so fort. Aber ja, das sollte eigentlich relativ klar sein. Genau, das waren eigentlich auch schon die paar Sachen, die ich euch zeigen wollte dazu. Was jetzt der Unterschied zwischen diesen Variablen, also dieser Variablen hier mit Self-Buchstabe und dieser Variable hier oben oder dieser hier ist, werde ich euch im nächsten Video zeigen. Und ja, bis dahin hoffe ich, dass es euch mal wieder gefallen hat. Ein kurzes Video gewesen, verdaut das Ganze erstmal. Objektorientierung ist ziemlich anstrengend. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.